Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und heute würde ich euch gerne erklären, was ein ETF ist. Exchange Traded Funds sind Wertpapiere, die sich wie ein Index bewegen und den somit abbilden. Im Gegensatz zu anderen Indexprodukten haben sie ein sehr geringes Tracking Error, das heißt eine geringe Abweichung zum Index. ETFs sind ähnlich wie Aktien täglich börsengehandelt. Das unterscheidet sie ein bisschen von Investmentfonds, die in der Regel über die Fondsgesellschaft gehandelt werden. Es ist ein passiv gemanagtes Produkt, bei dem der Fondsmanager kein Stockpicking betreibt. Das bedeutet, sich keine einzelnen Titel raussucht. Die Anpassung findet meistens über ein Computersystem statt, das automatisch handelt und damit Kosten spart. Die Kreation eines ETF kann auf unterschiedliche Arten stattfinden. Eine dieser Arten ist die physische Abbildung. Bei der physischen Abbildung wird eine Gesellschaft gegründet, die die Wertpapiere physisch einkauft. Das bedeutet, dass der Wert der Gesellschaft genauso schwankt wie der Wert der enthaltenen Titel. Um dann diese Bewegung den Anlegern zugänglich zu machen, gibt diese Gesellschaft wiederum ETF-Anteile raus. Das muss man sich vorstellen wie Aktien. Diese Wertpapiere, also ETFs oder Aktien, bewegen sich dann genauso wie der Wert der Gesellschaft. Somit ist der Index genau abgebildet. Es gibt unterschiedlichste Arten von ETF, beispielsweise die Indizes abbilden oder Branchen abbilden oder Rohstoff-ETFs oder Länder- oder Regionen-ETFs. Zwei besondere Formen von ETFs sind Short- und Leverage-ETFs. Ein Short-ETF bewegt sich genau gegensätzlich zum Index. Sprich, wenn wir beispielsweise den DAX als Index nehmen, der 2% fällt, würde das bedeuten, dass ein Short-ETF um 2% im selben Moment steigt. Umgekehrt bedeutet das natürlich, wenn der DAX 2% steigt, würde das ETF, das Short-ETF, um 2% fallen. Ein geleveragedes oder gehebeltes ETF partizipiert überproportional von Gewinnen und Verlusten. Das bedeutet, wenn wir einen DAX-ETF nehmen mit einem Hebel von 2 auf den DAX und der DAX um 2% steigt, profitiert mein ETF 4%. Wenn allerdings der DAX um 2% fällt, fällt auch mein ETF um 4%. Wir profitieren also überproportional und verlieren ebenfalls überproportional. Was sind die Vorteile eines ETF? Der größte Vorteil eines ETF ist seine Diversifikation bzw. die Aufteilung des Geldes in unterschiedliche Branchen, Länder oder Wertpapiere. Das minimiert das Anlagerisiko. Die physische Abbildung eines ETFs hat den Vorteil, dass es kein Emittentenrisiko gibt, wie es beispielsweise bei Zertifikaten der Fall ist. Wenn ihr beispielsweise ein ETF auf den DAX kauft, das von der Commerzbank herausgegeben wurde, macht ihr auch dann keine Verluste, wenn die Commerzbank pleite geht, sondern nur, wenn der DAX fällt. Diese Vorteile gelten aber auch für Investmentfonds. Der Vorteil von ETFs gegenüber Investmentfonds ist, dass sie, wie eingangs schon erwähnt, in der Regel deutlich günstiger sind. Das liegt daran, dass ETFs passiv gemanagt sind und im Gegensatz zu Investmentfonds kein aktives Fondsmanagement bezahlt werden muss. Der Fondsmanager beim ETF bildet nur einmal den Index ab und muss nur dann handeln, wenn der Index sich verändert. Bleiben wir bei unserem DAX-Beispiel, wenn ein Unternehmen wie zum Beispiel die Bayer AG aus dem DAX ausscheidet und dafür ein MDAX-Unternehmen in den DAX aufrückt, muss nur dann der Fondsmanager handeln. Falls du das erste Mal auf unserem Kanal bist, würden wir uns freuen, wenn du uns abonnieren würdest. Wir produzieren regelmäßig neue Videos und Tutorials zu den Themen Finanzprodukte, Investments und Anlagestrategien, um dir die Welt der Finanzen verständlicher zu machen. Wir wollen dir helfen, deine Finanzen selbst in den Griff zu bekommen, damit du unabhängig von Beratern selbstständige Entscheidungen treffen kannst. Jede Woche produzieren wir neue Videos. Abonniere uns, um auf dem Laufenden zu bleiben.